Katharina Förster ist noch nicht lange im Cottbus. Vor 2 Jahren ist sie aus Neuruppin hierher gezogen. Das Karl-Thiem-Klinikum musste sie in dieser Zeit zum Glück noch nicht besuchen. Am Samstag hatte sie nun aber trotzdem die Gelegenheit, das Krankenhaus genauer kennenzulernen. Ich musste Gott sei Dank hier noch nicht persönlich hin. Da habe ich dann gesagt, gut, gucke ich mir das mal an, um zu sehen, der große Arbeitgeber hier der Region und wie ist das Krankenhaus so, damit man es auch mal selbst kennenlernen kann. Katharina Förster ist Vertreterin der EG Wohnen. Vertreter sind ein wichtiger Teil der Genossenschaft. Sie stimmen einmal jährlich über die Geschicke des Unternehmens ab und wählen den Aufsichtsrat. Um das zu würdigen und um sich zudem besser kennenzulernen, gibt es einmal im Jahr den Tag des Vertreters. Der führt immer an besondere Orte der Stadt, wie etwa das Staatstheater, den Tierpark oder wie nun ins CTK. Wir versuchen unseren Vertretern neben ihrer Wahlfunktion, wo sie natürlich über die Geschicke der Genossenschaft entscheiden, auch einen gewissen kulturellen Beitrag zu bringen. Und da gehört eben der Besuch von solchen Einrichtungen wie das CTK ganz regelmäßig dazu. Ja, niemand will unbedingt freiwillig in ein Krankenhaus, aber trotzdem ist es mal sehr interessant zu erfahren, wie funktioniert ein Krankenhaus, was gehört da alles dazu, wie viele Mitarbeiter arbeiten da. Aktuell sind das 2300 Menschen. Mehr als 100.000 Patienten werden hier im Jahr versorgt. Die Vertreter der EG Wohnen bekamen Infos wie diese, konnten sich aber auch die Neubauten des Klinikums ansehen. Dazu gehören der neue Haupteingang und die umgestaltete Notaufnahme. Beides wurde im letzten September eröffnet. Im Sommer soll das neue Parkhaus fertig werden. Das kann man bisher aber nur erahnen. Für Jung-Cottbusserin Katharina Förster ein interessanter Einblick. Für sie ist vieles in Cottbus noch relativ neu. Gerade deshalb wurde sie auch gefragt, ob sie Vertreterin werden möchte. Ich sehe das alles, wie es jetzt ist und denke nicht dran, das war früher schöner. Ein anderer Blick, den wollten sie drin haben. Und dann haben sie mich gefragt und habe ich gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen. Und dann wurde ich sogar von den anderen Mietern gewählt und dann, ja, jetzt bin ich hier. Und will es auch bleiben. 2015 wurde sie gewählt. Die Amtszeit liegt bei 5 Jahren. Es wird also nicht der letzte Tag des Vertreters für Katharina Förster bleiben. Viele Einblicke in das Leben der Stadt warten noch auf sie.